So, erkunden wir uns den Club. Der Typ mit den geilen Schnarres hier. Kann man ihn mal ansprechen? Nee, aber der scheint auch irgendwie keine Angst vor uns zu haben. Erstaunlich. Okay, machen wir das, was wir als Neuankömmling zuerst machen. Wie alle anderen auch. Wir quatschen mit dem Barmann, der so freundlich und kapaziert aussieht. Okay, tut mir leid, ich kann sie jetzt nicht abnehmen. Kannst du mir sagen, wo Therese ist? Da verschwinde ich mal ein bisschen. Bis dann. Nee, ich sag mal, ich kann sie nicht abnehmen. Das mit der Maske ist erstmal eine ganz gute Tarnung. Ich muss mit ihr sprechen. Ich glaube nicht. Ganz genau, sie erwartet mich. Oder zweitens, sie erwartet mich nicht, aber sie wird hören wollen, was ich zu sagen habe. Ja, genau. Okay, danke, bis dann. So, wir können also den Fahrstuhl benutzen, der hier drüben ist. Nett. Knöpfchen hat übrigens eine ganze Weile gedauert, bis ich erstmal herausgefunden habe, wie das geht. Ich musste nämlich tatsächlich genau die Knöpfchen drücken. Echt geiler Fahrstuhl. Ja, offensichtlich streiten sich die beiden Damen. Konnte man hier eigentlich reingehen? Weiß gar nicht mehr. Ich kann nur die 1 drücken. Wir kommen hier also nicht rein. Offensichtlich wollen sie gerade nicht gestört werden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann fahre ich wahrscheinlich wieder runter. Und spreche nochmal mit dem Barmann. Der gerade war. Hier hin, bei der Bar. Like I said, go on up and see Therese. The elevator's over there. Okay, habe ich da jetzt irgendwie gerade einen Bug gehabt, dass er nicht rauskam, oder? Ich probiere es nochmal. Vielleicht hören sie mein Klingeln ja jetzt. Aber es gibt ja leider keine Klingel. Ah, jetzt geht's. Seltsam. Was ist das hier? Ein Ring? Gegenstände halten einen Goldring. Gucken wir es gleich mal an, würde ich sagen. Wo auch immer der Goldring sein könnte. Ja, wahrscheinlich bei dem allgemeinen Krimskrams, da wo der Goldring ist. 1 von 10, okay. Sieht aus wie ein Jahrgangsabzeichen. Vorwärts North, was? Vorwärts North Bree Tech Iguanadons? Ja, tatsächlich. Okay. Ich muss mich echt extrem nach vorne lehnen, weil die Schrift im Vergleich zur Auflösung doch wahnsinnig klein ist. Okay. Okay, aber die Zeitung noch was? Ja, die LA Sun, tödliches Fest. Die haben wir schon mal gelesen, für 25 Cent. Haben wir ein, wie ich finde, ziemlich geiles Bild, was irgendwie schon so ein bisschen aussieht, wie so, als wenn tatsächlich die Dame hier jemanden beißen würde gerade. Finde ich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Und das ist auch eines der Dinge, wo irgendwie eine, ich sag mal, schlechtere Grafik nicht so sehr, auffällt. Einfach deswegen, weil Bilder auch tatsächlich so gemalt sein könnten, einfach mal. So ein bisschen ruckelig, aber ja, gut, schon sehr pixelig, na egal. Ich find's trotzdem nicht schlecht. Noch ein Bild. Ach, lauter optimistische Bilder hier, ist ja super. Gehen wir nochmal rein. Gucken, wie wir antreffen. Ah ja, die andere Schwester. Please come in. I do apologize for my sister's crassness, if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Kann es sein, dass du gar nicht negativ auf mich reagierst oder bist du einfach so verdammt professionell, dass du es einfach ignorierst und überspielst?
Wenn Sie das sagen, dann sind Sie wohl Therese, nehme ich an. Oder zweitens, ich bin einfach froh, dass sie nicht mehr da ist. Sind Sie Therese? Oder drittens, Jeanette? War doch kein Problem. Viertens, wo ist sie? Ja, das interessiert mich gar nicht, weil sie mich ja eigentlich eher genervt hat. Der Wolf ist wirklich verdammt laut in diesem Spiel. Dann sage ich aber mal zweitens, ich bin einfach froh, dass sie nicht mehr da ist. Sind Sie Therese? Therese Vorman, yes. I'm the proprietor of this club and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. Ah ja. What brings you to Santa Monica? Das sind klare Worte. Du bist also die Mächtige der Stadt. Da ist bloß noch die Frage, wie steht denn der Prinz dazu, weil er sozusagen das Oberhaupt der Stadt ist. Bist du sozusagen ein Teil seines Clubs oder bist du eher so, eine Gegenspielerin? Okay, ich möchte Sie bitten, Ihre Fehde mit Bertram Tang oder sowas beizulegen. Ich dachte, der Club gehört ihr, gehört Jeanette. Ja, stimmt, das hat sie zumindest gesagt. Jeanette is the freak show I keep around to lure in curiosity seekers. She's very good with the clientele, but her business skills are approximate to those of a 4-year-old with a $1 bill and a 5 and dime. Wohl überlegt und anliegend? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, ich möchte Sie bitten, Ihre Fehde mit Bertram Tang beizulegen. Tang's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Ah, ja. Ja, ist schon okay. Ich hasse dich ja auch. Schon gut, jetzt sagen Sie, dass alles in Ordnung ist. Ja, schon gut will ich nicht sagen, aber warum hassen Sie ihn? Genau. He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? You most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Können Sie denn wenigstens das Gerücht verbreiten, dass Sie die Fehde mit ihm beigelegt haben? Oder zweitens, soll ich ihn für Sie finden und töten? Die Tatsache, dass er Nosferatu ist und genauso hässlich wie ich und du nicht gerade besonders positiv gegenüber Nosferatu eingestellt bist, würde mich vermuten lassen, dass ich dir eigentlich eher weniger helfe. Also sage ich einfach mal erstens, das Gerücht. Why would I do that? Let him think I mean to kill him. That way I don't have to worry about him sabotaging everything. Do you realize how his subterfuge makes me look to the Camarilla? Das ist Pech, aber ich muss ihn sehen. Tang and his co-conspirators' actions ruined my chance at partnership in a crucial piece of property. I do have several other promising ventures, and one in particular has been, to say the least, an ordeal. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tang have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Mein Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock, aber also nur weil ich die Mission auch schon kenne. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Ja, okay, wie schön. Was soll ich tun? Oder drittens, ein Geist, Sie meinen einen Verstorbenen? Ja gut, das muss mich jetzt nicht mehr wirklich wundern, jetzt wo ich gerade ein Vampir bin und von Vampiren umgeben bin. Und viertens, könnte ich nicht einfach Sie umbringen? Bertram würde mir dann bestimmt helfen, da bin ich sicher. Ja, was würde mir jetzt letztendlich helfen? Ich muss auch mal Bertram erstmal finden, was ja nicht ganz so einfach ist. Und ich drohe mal nicht irgendjemanden, die gleich meint, von sich unglaublich mächtig zu sein. Vielleicht ist er ja wirklich mächtig und das muss ich nicht gleich haben, am Anfang meines untoten Lebens. Na gut, dann nehme ich halt zweitens. Wie schön, was soll ich tun? Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits and bring it back. Okay, ich mach's, wenn Sie mir versprechen, die Fehde dann zu beenden. Und was, wenn ich keins finden kann? Ja, das ist eine gute Frage. If you have to tear the building apart, do so. 3 construction crews have already refused to go back to work because they've been spooked, so to speak. Okay, wie kämpfe ich denn gegen einen Geist? Das ist eine gute Frage. You don't. They're perfectly harmless. Okay, warum gehen Sie da nicht selbst? As much as I'd like to ensure it's done properly, you're in no position to refuse. That is, if you still want me to call off the feud. Okay, okay. Ich sehe, ich habe keine andere Wahl. Ich mach's, wenn Sie mir versprechen, dass Sie die Fehde beenden. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Na gut, mal gucken, wollen wir hoffen, dass das Gold auch echt ist. Okay, Geschäft, so nennen Sie es, wenn Sie einen Hund eigentlich noch hinwerfen? Nee, ganz so wenig Selbstrespekt kann ich da auch nicht. Das respektiere ich und weiß es zu schätzen. Wiedersehen. Ich sage einfach, na schön, bis dann. Before I forget, take this. The only way to reach the Ocean House this time of night is through a tunnel in the sewers.
You'll need that key to open the gate for that tunnel. Hervorragend, Kaisation, kein Problem. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Okay, aber ich hätte noch ein paar Fragen, wenn das geht. Warum hassen Sie Bahram-Tang? Wollte Sie mir schon nicht beantworten, deswegen frage ich nicht nochmal. Erzählen Sie mir von Ihrer Schwester. Ja, komm. Jeanette is the freak show I keep around to lure in curiosity seekers. Ja, aber das hat man alles schon. Upsala. She's very good with the clientele, but her business skills are approximate to those of a four-year-old with a... Ah ja, mit Letters kann ich abbrechen, wunderbar. Na gut, dann, ich habe noch zu tun, bis später. Und jetzt, achso, wollte ich sagen. Kurz ein bisschen umgucken, was haben wir noch? Einen total leeren Schrank, super. Ein paar gruselige Masken, die alle drei gleich aussehen, fantastisch. Dasselbe Bild wie schon im Flur. Du bist zwar reich, aber nicht gerade reichen Ideen. Ein verdammt großes, gruseliges Bild. Ob das mal nicht mehr dein Vater ist mit seinen beiden kleinen, lustigen Töchtern. Was ist das? Kann ich hier rein an den Computer? Das wäre cool. Das Asylum. Okay. Kann ich wohl nicht. Ja, der Spiegel funktioniert für uns nicht so richtig gut scheinbar. Alter, das ist ein gruseliges Bild. Aber sehr, sehr geil. Muss man sagen, sehr, sehr geil. Und es hat auch natürlich eine gewisse Symbolik. Ist das dein Bett oder ist das Jeanettes Bett? Also die Bilder sind ja echt cool gemacht. Ich muss sowieso sagen, die Inneneinrichtung, damit hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Guns don't kill people do, das übliche halt. Rock me Amadeus. Schön. Girls rock. Kann man hier ran? Man könnte an diesen Laptop ran. Wie kann ich eigentlich nochmal schnell speichern? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Gibt's bestimmt. Ist das irgendwie F5 oder F9 oder irgendwas in der Richtung? F8, Nahkampfdisziplin, tralala. Schnellspeichern ist F12. Okay, machen wir es halt F9, F12. Da würde ich mich ganz gerne mal F9 drücken. Es ist schnell gespeichert. Schleiche mal kurz rein und versuche das Ding zu knacken. Das wäre super. Was haben wir denn so? Hauptmenü. Wir haben E-Mail. Gleich ein bisschen rumstöbern hier, weil wir kommen ja ohne sonst nicht mehr so schnell hier hoch, nicht mal an. Passwort benötigt. Habe ich leider nicht, aber ich könnte Steuerung C drücken, versuchen das zu hacken. Das sieht ein bisschen sehr kryptisch aus. Begabung zu niedrig für Hackversuch bei Schwierigkeit 4. Oh, Schwierigkeit 4 ist relativ hoch, soweit ich weiß. Haben wir denn Kontakte, die irgendwie unverschlüsselt sind? Immer noch nicht. Dasselbe Passwort? Ja, wahrscheinlich. Wenn so ein kryptischer Mist rauskommt, ist unsere Schwierigkeit, glaube ich, zu niedrig. Das ist schade. Wir können auch nicht rein. Schwierigkeit 4. Wir können also das Ganze mal quitten. Weil wir hier nicht mal eben so rankommen. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Dann bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig, außer diese Statuen zu betrachten, die verdammt groß sind, aber auch irgendwie ein bisschen geil. Haben so ein bisschen was vom Enderman, würde ich sagen. Die Decke ist auch ziemlich cool. Und dieses Bild hat scheinbar wirklich die richtige Bedeutung für sie, weil so ein Strahler einfach mal so drauf zu setzen, das muss schon was bedeuten. Na gut. Gehen wir also mal. Und sehen uns noch ein bisschen den Club um, wenn es da irgendwas zu sehen gibt. Die Musik schwillt an. Und ich werde übrigens so laut gemischt lassen, weil das halt wirklich so eine Club-Atmosphäre ist. Kann man mit dir reden? Nein. Kann man einfach mit euch reden. Und sieht hier jemand nicht irgendwie aus, als wäre er von der Freakshow? Mit dir zum Beispiel jetzt? Okay, was weißt du über Therese und Jeanette? Ich übergehe mal dein dummes Gequatsche. Okay, ich muss jemandem meine Sorgen erzählen. Nicht, dass ich es irgendwie machen will. Okay, kapiert, mach's gut. Kann ich noch mit dir reden? Naja, das hat man schon. Ich glaube, ich mache hier anderswo Geschäfte. Mach's gut. Ja. Gut, dann eben nicht. Kann man einfach von euch reden. Mit dir kann man scheinbar reden. Oh. Ja. Na komm schon. Ich mag Kuscheln und Strandspaziergänge. Außerdem pelzt meine Haut. Die kannst du ein bisschen essen. Ja, okay, das war ganz schön eklig gerade. Zweitens, immer kommt's nur bei euch das Aussehen an. Drittens, was denn? Wir können ja das Licht auslassen. Oder viertens, du bist auch nicht anders als die anderen. Das stimmt. Habe ich jetzt Menschlichkeit verloren? Das wäre schlecht. Oder Maskerade? Das wäre richtig, richtig schlecht.
Ja, habe ich schon meinen ersten Fehler gemacht als Nosferatu. Ich darf sie einfach nicht so anquatschen. Okay, und du weißt offensichtlich mehr, als ich gedacht hätte. Wovon zum Teufel redest du da? Zweitens, Sir, ich weiß ja nicht, was sie zu wissen glauben, aber sie vergessen es besser. Ist klar. Schon gut, bitte nicht so laut. Ich nochmal drittens. Und er sagt gerade nicht, Teufel nochmal. Ja, ich wusste es, dass du eine bist. Ich wusste es einfach. Oh Mann. Ich meine, klar, du bist ein Nosferatu und das alles. Ist ja alles ziemlich offensichtlich, aber ich spürte dich näher kommen, weißt du? Ich habe Nox Harrington. Ich heiße Nox Harrington. Cool, dich kennenzulernen. Ich sage daraufhin, bist du ein Vampir? Woher weißt du das alles? Oder zweitens, das Vergnügen ist auf deiner Seite. Lass mich in Ruhe, Idiot. Nein, ich frag mal, woher das Ganze weiß. Ah. Kannst du mal aufhören, das so laut zu sagen? Du sagtest, du bist ein Ghoul. Was ist das denn? Oder zweitens, war es nicht hart, in die Welt der Vampire einzutreten? Nein, ich frage mal erstens. Okay, es scheint dir ja irgendwie zu gefallen, nicht wahr? Oder zweitens, wer war denn der Vampir, der dich zu einem Ghoul gemacht hat? Oder drittens, damit meinst du doch wohl eher einen Möchtegern-Vampir-Abschaum, oder? Auch nö, das muss nicht unbedingt sein. Oder viertens, hier ist tote Hose, ich verschwinde. Nee, ich sag mal ganz ernsthaft, es scheint dir ja zu gefallen. Okay, und wer ist er? Okay. Deswegen hast du kein Problem mit uns, oder was? Das ist gar nicht mal schlecht. Die Sache ist allerdings, dass ich nicht genau weiß, ob Bertram Tang jemanden zum Ghoul machen kann. Oder machen darf vor allem. Brauche ich dafür nicht irgendwie die Erlaubnis von dem Prinzen? Ach nee, für Ghoul glaube ich nicht. Auf jeden Fall könnte es Probleme geben mit der Maskerade, das muss man durchaus mal sagen, weil du das irgendwie relativ laut hier im Club rumschreist, wo ja nicht unbedingt alle Vampire sind, nicht wahr? Okay, erstens, ohne Scheiß, die Welt ist klein, genau den suche ich. Oder zweitens, was machst du denn so für ihn? Oder drittens, weißt du, wo er sich aufhält? Ich frage erstmal zweitens, was du so für ihn machst. Okay, erzähl mir von diesen asiatischen Typen. Oh man, this guy, this thing got wise to me. Now instead of me watching him, he's watching me, you know? This guy appear around me all the time, like in the distance watching me warp up next to me. Oh man, disappear. Okay, er muss wohl ein ganzes Stück mächtiger sein als du, mein Freund. Soll ich mich darum kümmern? Warum soll ich das tun? Zweitens, das muss irritierend sein, ja, mit Sicherheit. Drittens, das klingt, als würde er mit dir spielen. Das ist allerdings richtig. Oder viertens, bist du eigentlich total inkompetent oder einfach nur blöd? Ne, ich nehme mal drittens. Das mit Spielen. Okay, immer noch die Frage, das Angebot, soll ich mich um ihn kümmern? Nein? Oder zweitens, so scheint es mir wirklich zu sein, Nox. Oder drittens, sind eigentlich alle Ghoul so schwächtig und pathetisch wie du? Nee, ich nehme mal zweitens. Warum soll ich das tun? Erstens, na sicher, ich schaue es mir an. Zweitens, und was habe ich von der ganzen Mühe? Das ist wirklich richtig, das frage ich gleich mal. Okay, ich schaue es mir mal genauer an. Okay, Führerschein steht ja nicht drauf, wie er heißt.
Okay. I don't know why he had it, but, well, it might help you find out where he is and what he's doing. Here, take it. Dankeschön. Na schön, ich kümmere mich darum. Right on. Just come back and let me know the job's done so I can stop freaking out. Maybe I'll see Bertram by then. Klingt gut, Nox. Ich habe übrigens noch ein paar Fragen. Habe ich das? Gute Frage, was will ich denn wissen? Ich wollte von dir wissen, wo Bertram ist, aber da hat er ja schon gesagt, dass er gar nicht weiß, wo er ist. Wie ist Bertram denn so? Ja, wahrscheinlich sagt er sowas wie unglaublich toll, deswegen lass das mal sein. Gefällt es dir, gut zu sein? Offensichtlich gefällt es ihm. Na, aber frag nochmal. Achso, das hat man schon. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal. Und wir gucken uns kurz mal den Führerschein an, den wir gerade bekommen haben. Ein Führerschein, ein kalifornischer Führerschein, ausgestellt auf einen Virtual Crump. Ja, wo wir jetzt rausfinden, wer Virtual Crump ist. Der ist aber richtig lustig drauf. Sieht aus wie Domino und der Sklave. Wir gehen mal kurz hier hoch. Gucken, was hier oben noch so alles gibt. Hier gibt es noch ein paar lustige Gestalten, die, glaube ich, aber eher wichtig sind für Leute, die eher sozial interagieren können, was ich ja eher wohl nicht kann. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns in der nächsten Folge mal dorthin, wo ich eigentlich gar nicht hin will, und zwar in das Geisterhaus. Bis gleich.